Jetzt neu. Die Solingen Reporter. Auf Facebook und auf solingen-reporter.de. Haben Sie schon mal was von einem Schokodöner gehört? Den gab's bisher nur in Stuttgart und Berlin. Und jetzt auch bei uns in NRW, nämlich einmalig hier in Solingen. Im Frohgurtladen in den Clemens-Galerien. Fleisch ist da allerdings nicht drin. Also wir haben einmal italienische hochwertige Schokolade, von der man auch nicht mehr als 30 Gramm essen darf, weil die halt sehr süß ist und intensiv im Geschmack. Die wird dann runtergeraspelt, halt von dem Dönerspieß, und kommt dann auf einen Biskuitteig, auch italienisch, aber der ist von der Konsistenz her wie für Crepe. Und dann wird es zusammengerollt mit Sahne und Soße und jeweils ein Topping, wenn man dazu möchte. Der neue Trend, der Schokoladendöner. Und der kommt nicht nur in Solingen gut an. Ja, also es kommt super an und es kommen auch extra Leute aus Wuppertal, Remscheid und Umgebung, um das zu essen, weil wir sind ja der einzige Laden in ganz NRW. Der süße Döner in Solingen kommt also richtig gut an. Aber keine Sorge, der normale Döner mit Fleisch bleibt uns weiterhin erhalten. Jetzt folgen auf Facebook und über unsere App. Präsentiert von produktionswelt.de, Ihrem Partner für alle Videos.